No, Northampton. Da sind wir wieder. Der Nasenjucker ist wieder unterwegs. Und das kann ja nur geil werden. Loni, Latte. Abgerieben, was? Naja, nee, komm. Müssen wir hier nicht haben. Was wir hier haben müssen, wäre ein stabiles Spiel gegen Brighton. Denn ein Sieg, beziehungsweise... Naja, doch. Also ein Sieg würde Northampton sicher zum Meister machen. Jetzt habe ich nicht auf die Tabelle geschaut, aber wir wissen ja auch noch aus dem... vom letzten Mal, wie die Tabelle aussieht. Northampton 8 Punkte Vorsprung dank eines Unentschiedens des Zweitplatzierten bei noch 3 Restspielen. Aufgestiegen ist man direkt. Diesen Platz hat man tatsächlich sicher. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, hier mehr draus zu machen. Ja, Loni, da wollte er ein bisschen zu viel. Kriegt aber trotzdem, kriegt die Flanke nicht mehr rein, kriegt aber den Freistoß. Zu Recht, wollte ich schon sagen. Nichols, Flanke rein, gut gemacht. Loni ist da, Kopfball aber erstmal nichts. Jethro versucht's. Jethro geht zum Ball. Und Jethro kann sich, also in der Situation wollte er es auch erzwingen. Es ist wie bei Silva letztes Mal, es ist verständlich, wenn man, oh, Silva spielt sogar von Anfang an, sehr geil. Finde ich cool. Ist natürlich verständlich, sich selbst belohnen zu wollen in solchen Situationen, aber erzwingen, es geht einfach nicht. Du kannst es nicht erzwingen. Egal wie sehr du es willst, du kannst es verdammt nochmal nicht erzwingen, Silva. Viel zu vorausberechenbar. Oder vorhersehbar, sagt man eigentlich eher in solchen Situationen. Somit der Verteidiger, obwohl er vom Tor weggeht, um zu verteidigen. Bei so einem Parallellauf. Hat er den Ball da trotzdem bekommen. Psychologisch gut gemacht, Nichols. Kommt hier an den Ball. Aber dann eben irgendwie doch nicht. Hooper. Hooper, das war zu viel. Das gibt einen Vorteil. Ja, da ist Hooper voll in seinen Gegenspieler reingerannt. So manche Situationen kennt man inzwischen. Da sagt man, okay, das ist faul. Passiert. Ne? Kann man so durchgehen lassen. Was mir aufgefallen ist, oder was mir vorhin eingefallen, oder vielleicht erst gerade eben, diese Situationen, wo die so heftig sind, wo so heftig Handspiel ist und es pfeift keiner. Also entweder ist es wirklich an der Engine oder es könnte auch sein, dass es da eine Karte gäbe und weil Karten ausgestellt sind und das Programm zu blöd dafür ist, wird einfach kein Handspiel gepfiffen. Das wäre eine traurige Erklärung, aber ich möchte es nicht ausschließen hier. So, Loni. Loni, schön vorbei. Schöner Schuss. Hooper kommt nicht mal ran. Es gibt Ecke. Da hat unser Freund T zum ersten Mal einen rausgehauen. Also erstmal schön seinen Gegenspieler vorbei rennen lassen. Und der Schuss war nicht platziert genug, um da wirklich gefährdend zu agieren. Silva, Flanke rein. Hooper ist da. Und Hooper und Loni und alle. Und Kuščak wird wohl irgendwem danken. Eventuell der Physik. Also wird wohl dankbar sein, dass da nicht mehr draus geworden ist. Zwei Spieler so nah vom Tor. Ei, würde ich mal sagen. Loni. Grätschentechnisch ist er nicht so gut dabei irgendwie. Weiß ich auch nicht. Hooper. Das war auch nichts. Northampton, vielleicht ist es mit so einer ganz kleinen Einbruchphase. Kann ja mal vorkommen. Widdowson. Aber Ramos ist eine Konstante hinten drin. Genau eigentlich wie Tosa. Sehr, sehr gut. Hooper. Hooper! Faktisch alleine, Mojo schwach. Der hätte Hooper zwar auch selber machen können, aber durch dieses Abspiel auf Mojo war das Tor ein bisschen freier. In gewissem Sinne, es war jetzt nicht 5 Meter rüber gespielt und das Tor war leer, aber ob der Torwart damit gerechnet hat, ich weiß es nicht. Der Schuss war auf jeden Fall eine volle Null, es gibt Freistoß, ja. Eine volle Null, ohne Diskussion. Loni deckt kurz. Natürlich wird da nicht hingespielt. Aber okay, Loni. Jethro. Jethro. Mojo. Ab nach vorne. Loni geht auf außen. Den Ball könnte er bekommen. Der Ball kommt rein. Silva! Nein, das ist nicht wahr. Silva ist zu klein. Und der kommt kopfballtechnisch nicht an den Ball. Das ist echt total scheiße. Da hat Silva mein volles Mitgefühl. Das ist doch für ein Arsch. Jethro will es wieder mal erzwingen. Es passiert einfach aus dem Spiel raus. Hoffentlich, oder was heißt hoffentlich, vielleicht sogar im Finale des FA Cups. Wenn es da passiert, dann wäre es natürlich übergeil. Wenn Jethro da der Torschütze zum 1-0 wäre. Hammermäßig. Das wäre eine Hammer-Story. Mir reicht es aber auch, wenn wir gewinnen. Also ich bin da jetzt nicht so wählerisch. Und so sensationsgeil.
Okay, Hooper. Hooper will sich da vorbeilegen. Körpereinsatz stabil. Den Athlet spiele ich jetzt nicht ab, weil ich gerade keine Hand frei habe. Verständlicherweise Silver, kein Handspiel. Das war auch wieder kritisch. Also von hier oben hätte ich gesagt Handspiel, aber es kann beides sein. Es war so eine Situation. Mojo wird hier abgedrängt. Naja, fair. Ist ein Adjektiv, was ich dieser Situation jetzt nicht unbedingt verliehen hätte, aber gut. Spiel doch auf Loni, du Blödsack. Loni macht hier erstmal ein paar lockere Schritte. Und es steht immer noch 0-0, fällt mir auf. Also Northam ist zwar vorne gut dabei und deswegen vermittelt es auch so ein bisschen das Gefühl, hey, wir könnten vorne sein, aber man ist halt einfach nicht vorne. Weil es läuft instabil. Widdowson. Grätsche nicht geglückt. In die Mitte. Der Angriff. Collins. Handspiel. Wieder nicht gepfiffen. Glück für Northampton. Und Loni ab nach vorne. Uiuiuiuiui. Ganz klar. Ganz klar beigestellt. Bisschen überdramatisiert meine Reaktion, aber so deutlich habe ich einen Foul auch selten gesehen. Um ganz ehrlich zu sein. Silva. Ich glaube, ich muss nichts mehr zu dem Jungen sagen. Tosa. Die Konstante im Abwehrspiel der Northamptoner versagt. Was ja eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Es steht 1-0. Werner Buckley. Widdowson grätscht noch rein und kann es nicht mehr verhindern. Das ist... Wow. Schade. Sehr, sehr schade. Northampton hätte es... Ah, nicht verdient, aber... Uiuiui, aber was ist das denn? Super. Flanke irgendwie in die Mitte. Silva ist da und der Kopfball kommt. Er kommt nicht ran. Silva ist einfach zu klein. Da müssen wir nicht diskutieren. Silva ist zu klein, um was zu reißen in dieser Hinsicht. Silva! Silva! Das geht nicht! Das gibt es nicht! Du stehst alleine vom Tor, Junge. Und... Oh, Junge, komm. Bitte. Da macht Jero so einen schönen Pass auf außen. Dieser Pass von Nichols in die Mitte, ne? Und... Vielleicht kann er einfach nicht schießen. Ich weiß es nicht. Er steht 6 Meter vom Tor, alleine. Und er macht es nicht. Wer wurde ausgewechselt? Hooper? War vorher Mojo drin? Ich weiß es nicht. Moment mal, sind Jedro und Dings noch? Jedro und... Ach so, Jedro ist raus und Mojo ist rein. Jetzt habe ich es gerade gesehen, okay. Und Silva wird dann wahrscheinlich auch gehen. Also, der Junge, das gibt's überhaupt nicht. Das ist ja nicht mehr ein Fluch, das ist ein... dämonischer Spruch zweiten Grades, was da auf ihm lastet. Und auf Jedro ja auch. Nur, dass er es nicht so exzessiv bisher die Chance bekommen hat, was draus zu machen. Nichols. Alleine. Nichols alleine. Immer in den Eckball. Getreten von Silva. Linksfuß kann direkt zum Tor ziehen. Ein bisschen weit vielleicht, aber Tosa ist da. Tosa mit dem Kopfball. Und das war gefährlich. Weltklasse-Parade. Die gehen hinter. Tosa, Handspiel nicht gesehen. Loni. Eieieiei. Da wollte ich nicht hinspielen, Spiel. Da war auch Mann. Das ist doch scheiße. Gary Deegan. Kommt nicht ran, Silva. Mach das 1-1. Erfülle dein Schicksal, junger Recke. Naja, oder auch nicht. Man kann's wirklich nicht erzwingen. Es passiert einfach. Da wollte ich auch nicht hinspielen, spielen, aber ist doch scheißegal, wo ich hinspielen will, oder was? Faul, scheiß drauf. Lass uns weiterspielen. Ist nur ein Kumpel von uns verletzt. Alles für den Sieg gegen Northampton. Ihnen kann es egal sein, sie sind direkt aufgestiegen. Sie spielen hier fürs Prestige und als Vorbereitung fürs Finale, was ja nach dem letzten Ligaspieltag stattfinden wird. Und mehr ist es für sie nicht. Diese Grätsche war unglaublich gut, Hooper. Will er Loni anspielen, Hooper? Mojo, was sei denn? Was labe ich da? Mojo. Kriegt es nicht hin, den Zweikampf zu gewinnen. Danke, Collins. Ah, wer schafft es? Langmead gegen Chixon. Langmead. Ah, das gibt es nicht. Meine Finger sind
unglaublich schwitzig. Ich hoffe, niemand wird diesen Controller nach mir innerhalb der nächsten Stunde anfassen. Und Donovan kam für, nicht gesehen. Für irgendwen einfach. Wahrscheinlich Hooper, Mojo oder Looney. Okay, Hooper. Noni, etwas weit. Oh, jetzt komm. Ernsthaft nicht. Na, scheiße. 25 Minuten. Brighton Albion ist vor einer kleinen Sensation. Ob sie die Punkte brauchen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, auf welchem Tabellenplatz sie stehen. Wenn sie jetzt gerade so an der Grenze sind, dann verstehe ich es, weil dann haben sie noch eine Motivation, Punkte zu holen. Und Northampton halt einfach nicht mehr. O'Donovan wird abgefälscht. Oder wird in letzter Sekunde praktisch noch von der Abwehr gestoppt. So muss man ja eigentlich ja sagen. Loni! Kannst du mal machen, Deegan. Zweiter Versuch, Kopfball ab nach vorne. Es steht nicht 1-1. Silva geht, Hornby kommt rein. Welcher Motherfucker war das? Ich meine, beim Kopfball, er war nicht im Abseits tatsächlich. Bitte nicht, Jerro, bitte nicht. Komm. Oh, Donovan, okay. Es war der falsche Fuß. Trotzdem, oh Mann, das ist so ärgerlich. Es war wirklich nicht nötig. Loni darf aber scheinbar durchspielen, denn dreimal gewechselt wurde, meines Wissens nach. Und wenn nicht, dann spielt er auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Oh, Donovan. Mojo, jetzt wird's natürlich brenzlig. Mojo, ganz, ganz schwach. Hoffentlich gibt's noch einen Wechsel, dass Mojo raus kann bei solchen Aktionen. Eieiei. Ja, weit geworfen. Loni kommt nicht schnell genug hin, selber schuld. Tosa. Pech, es war einfach Pech. Jetzt aber nicht das Ding kassieren. Deegan, Gary Deegan schafft es nicht. Im zweiten Versuch, Buckley irgendwie, irgendwer zum Ball. Komm, scheiß drauf, Widdowson. Aus, Einwurf. Das Ding bleibt heiß, Viertelstunde noch. Northampton hat den Einwurf, ich korrigiere mich. Widdowson, komm, da geht doch was. Widdowson, da geht doch was, schön. Loni, oh komm. Die Abwehr steht hinten dicht. Brighton macht jetzt hinten zu. Da muss man sich überhaupt nicht wundern, ganz klar. Ist nicht so wichtig. Da muss man sich überhaupt nicht wundern, dass Brighton jetzt dicht macht da hinten. Die wollen hier Punkte holen gegen den Tabellenführer. Die brauchen sie eventuell noch. Wenn nicht, dann wollen sie trotzdem holen. Ist natürlich selbstvertrauenstechnisch enorm, enorm wichtig und enorm gut, so ein Kaliber hier zu schlagen. Mojo. Und ob Northampton es erzwingen kann, ich bezweifle es tatsächlich. Das sind immer diese Spiele, man will sie unbedingt gewinnen. Man weiß, man hat die Klasse, aber es wird nichts. Ich habe die so oft schon gehabt. Ich spiele ja jetzt schon seit, was weiß ich, vielen Jahren FIFA. Und auch andere Spiele, so Pro Evolution Soccer. Und es ist immer das Gleiche tatsächlich. Es wiederholt und wiederholt und wiederholt sich. Diese Spiele kann man echt nicht abstellen. Egal, was du machst. Spiel doch nicht auf Loni, du Affe. Mann, ey. O'Donovan. Loni. Das gibt es nicht. Das war Weltklasse. Sie kriegen es einfach nicht hin. Hornby, scheiß doch drauf. Hornby. Ecke kommt rein. O'Donovan wird nicht an den Ball kommen. Wahrscheinlich. Und selbst wenn, dann kommt sowas raus. Und es gibt eindeutig Abstoß. Völlig zurecht. Loni, das Herz schlägt jetzt höher. Der Puls ist auf 180. Und das ist wahrscheinlich nicht mal eine Übertreibung. 2 Minuten plus Nachspielzeit. Northampton. Das kann doch nicht sein, dass sie dieses Ding hier nicht reißen. Sie haben die Klasse. Sie spielen gut genug. Aber dann kommen eben solche Pässe. Dann ist es die Nervosität. Der Gedanke, ja komm, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und dann funktioniert es eben nicht. Weil diese Dinger funktionieren einfach nie. Oder viel zu selten, dass man sie jetzt wirklich einsetzen könnte. Einer von Northampton Glück gehabt. Die Nachspielzeit läuft trotzdem schon. Wer wird angeworfen? Nichols. Eieieiei. Nee, das war's. Ich habe gesagt, das ist eins von diesen Spielen. Das wäre ein toller Titel. Eines von diesen Spielen. Punkt. Langmead, schwach. Irgendwie Deegan, komm. Macht er nochmal seinen Gehirnaussetzer, den er aber perfektioniert hat scheinbar. Hornby, das wird's gewesen sein. Fick dich, Spiel. Fick dich ernsthaft ins Knie.
Brighton gewinnt 1-0. Mojo, das war eine Gurke. Buckley will ich nicht sehen. Tosa. Und mehr darf ich nicht sehen, okay. 2-9 Schüsse, 1-6 Schüsse aufs Tor. 31 Zweikämpfe von Northampton. Echt nicht. Keine Torvorlage, kein Problem. Interessiert das sowieso keine Sau. Es sind noch 2 Spiele und 5 Punkte Vorsprung auf West Bromwich. So, jetzt können wir nochmal gucken, wo sind denn unsere Freunde? Middlesbrough, 12. tatsächlich. Das, denen konnte es egal sein. Es ging einfach nur noch um den Prestige-Effekt. Abgestiegen sind rein, also auch rein rechnerisch, Peterborough, Coventry City, es wird sehr schwer. Aufstiegskampf, Northampton ist ja sicher durch. West Bromwich muss auch noch ein bisschen zittern. QPR ist sicher in der Relegation mal. Genauso wie Bolton, Crystal Palace und Wigan Athletic und die Blackburn Rovers, beziehungsweise auch noch Wolverhampton, haben da was unter sich auszumachen. Was wir nochmal kurz gucken können, einfach nur mal so aus Interesse und Spaß. Wie läuft es denn bei den anderen so? Das wissen wir, dass wir es gewonnen haben. Copa Europa, was ist viel zu lang her. Bayern, das sieht schlecht aus. Aber natürlich Bayern, Dortmund, wichtig. Wichtig. Wolfsburg ist raus und es waren nur 3 Deutsche, ne? Ja. Euroleague. Schalke hat gegen Mailand verkackt. Und Stuttgart gegen den SSC Neapel. Gut, das war das Wichtigste aus Europa und der Welt. Das nächste Mal ist es Birmingham, das vorletzte Spiel. Es geht um die Meisterschaft. Alles, nichts oder noch ein Spiel zittern. Wir sehen uns.